Ein Moskauer Gericht hat entschieden, dass Alexei Nawalny seine Haftstrafe absitzen muss. Der Oppositionspolitiker war als einer der Organisatoren der jüngsten Massenproteste festgenommen worden. In der Haft hatte er dann seltsame Vergiftungserscheinungen erlitten. Die Bedenken hinsichtlich seines Gesundheitszustandes sind immer noch aktuell. Diesen schrecklichen Allergieschock bekam er während seiner Haft. Es war eine Vergiftung. Wodurch, wissen wir nicht. Wie Nawalny wurde auch Oppositionspolitiker Dmitri Gudkov zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt. Für kommendes Wochenende sind in Moskau weitere Proteste geplant. Geht hin zu der Demonstration. Wir haben bei der Zentralen Wahlkommission Beschwerde eingereicht. Wir hoffen, dass die Präsidentin der Wahlbehörde unsere Kandidatur zulassen wird. Auch der bekannte Kreml-Kritiker Ilja Jaschin wurde zu einer Arreststrafe verurteilt. Die Oppositionellen und viele Bürger protestieren gegen Manipulationen der Kandidatenlisten für die Regionalwahl im September. Am vergangenen Wochenende wurden rund 1400 Menschen festgenommen.